Seit ein paar Tagen werden mir von YouTube die ganze Zeit Cake-Compilation-Videos angezeigt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe nie, und zwar wirklich nie, auch nur eins dieser Videos gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum YouTube immer noch sagt, oh, ein Video, wo jemand Kuchen dekoriert. Lass uns das Ronja anzeigen. Oh, 10 davon? Immer her damit. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwann neugierig geworden. Das heißt, wir gucken uns jetzt eins von diesen Videos an. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was sich in diesen Videos verbirgt, okay? Ich bin gespannt. Ich selber bin kein großer Kuchendekorierer, also ich versuch's, aber ich bin nicht so talentiert. Okay, sie streicht jetzt auf ihren Kuchen. Okay, was macht sie jetzt? Sie paintbrusht das Ganze, airbrushed. Okay, was soll es werden? Okay, wir können immer raten, was es wird. Was macht sie jetzt? Oh, es werden Zähne? Oh, die sehen überraschend echt aus. Oh. Also, es sieht wirklich eklig aus. Ich bin gerade sehr irritiert. Es sieht wirklich eklig aus. Okay, also sie hat jetzt so eine Art Schleimfellmonster gemacht. Würdet ihr das essen wollen? Hier wird Schokolade in Teig gerührt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich persönlich mag Schokolade in meinem Teig. Ich bin großer Fan von, keine Ahnung, so Kuchen. Und das sieht tatsächlich bis jetzt alles sehr, sehr lecker aus. Also, not gonna lie. Okay, warum sie jetzt die Pappe einschmiert? Oh, wahrscheinlich damit das hält. Okay, da ist Pappe dazwischen, okay? Also schmeckt wahrscheinlich nicht so gut, obwohl man schneidet wahrscheinlich eh keine Riesenstücke ab. Also macht das Sinn. Jetzt macht sie Zeug drum. Erstmal alles nichts Ungewöhnliches, ja? Ich weiß nicht, ob das Gerät, mit dem sie gerade dieses schwarze Zeug ausgestochen hat, extra dafür gemacht ist oder nicht. Okay, das hier wird jetzt fein poliert, okay? Es wird überraschend clean. Also, guckt euch das mal bitte an. Seht ihr das? Ich könnte das nicht. Ich meine, guckt mal bitte. Guckt mal, wie ordentlich das aussieht. Wisst ihr, wie meine Kuchen aussehen, wenn ich die versuche zu dekorieren? Ganz sicher nicht so. Okay, sie macht weiter mit ihren, was wird das? Kann man das essen? Bis jetzt ist es doch hauptsächlich Pappe, oder? Also, ich meine, ein bisschen Kuchen ist dabei. Okay, jetzt haut sie ein Ei drauf. Und jetzt schreibt sie... Ah, okay, das wird wahrscheinlich alles nur Deko. Oh, das ist clever. Das ist wirklich clever. Und dieses Draufdupsen, was sie immer macht, macht es auch sehr ordentlich. Das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Obwohl, ja. Und sie legt noch richtige Kekse. Es sieht so echt aus. Ich meine, okay, der Deckel ist auch nur Dekoration. Der ist nicht zum Essen da. Oder vielleicht ist ein Teil davon zum Essen da. Ich weiß es nicht. Das sieht wirklich gut aus. Okay, nächstes Video. Was ist das? Oh, das wird ein Skelett? Okay, erstmal, wie hat sie ihren Teig so rot gekriegt? Ich habe einmal versucht, roten Kuchen zu backen, hat nicht funktioniert. Also, es wurde rot, verstehe mich nicht falsch, aber es war halt außen nicht rot. Okay, jetzt macht sie halt Fondant um ihren Kuchen drum. Aha, so heißt das, ich kenne mich aus, ich bin eine Kuchenfachexperte. Vielleicht werden mir deswegen so Videos angezeigt, ich weiß es nicht. Wird euch das angezeigt? Jetzt mal ungelogen, schreibt mal in die Kommentare, wurden euch solche Videos angezeigt oder bin das nur ich? Okay, sie fährt die Skelettsachen nach. Es sieht wirklich... Die Zähne sehen merkwürdig aus. Aber das ist wahrscheinlich so eine Art Hautfetzen. Ah! Ah! Also, sie hat Talent. Not gonna lie. Oh, sie macht das als offene Wunde. Oh, also diese Farbe ist... Wer würde das denn essen? Also wer denkt sich denn, oh, da kriege ich Appetit. Das sieht einfach nur fies aus. Und deswegen der rote Kuchen, damit es aussieht wie Blut. Ah! Okay. Oh, das sieht... Guckt euch da... Also, Entschuldigung, aber die Farbe kann man scheinbar auch essen. Und die... Würdet ihr da jetzt gerne reinschneiden und ein Stückchen von verzehren? Ich nämlich nicht. Oh. Also, es ist wirklich halbwegs gut gemacht. Aber... Oh, sie machen das eine Auge gar nicht. Sie machen das eine Auge einfach nicht. Und das an... Okay, ich weiß nicht, was ich... Okay, ich glaube, ich finde es schlimmer, dass sie das Auge haben. Tatsächlich, als dass sie das Auge nicht haben. Schön gelbe Zähne. Gibt doch nichts Schöneres. Und jetzt noch ein bisschen Blut. Also, es ist... Ich bin mir nicht sicher, soll der Mensch ein Skelett sein? Oder soll es ein Mensch sein? Weil er hat noch Hautfarbe drauf. Es ist kein Skelettknopf. Und er hat auch noch das Auge und überall ist auch noch Blut. Das hättest du ja bei toten Menschen nicht, aber...
Wirklich lange lebt der hier nicht mehr, ha? Huh? Oh. Nee. Vor allem diese Beule am Hinterkopf. Was ist das? Was? Ich bin so verwirrt. Was ist das? Was? Helft mir was. Okay. Nein. Das ist sehr faszinierend. Ich bin wirklich fasziniert gerade. Sie macht es einfach noch blutiger und blut. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na, es wird nicht besser, wenn du es nachts filmst. Okay. Ich glaube, das nächste ist weniger gory. Das sieht jetzt nämlich. Oh, das sieht schick aus. Das sieht aus wie richtiges Holz. Wow, okay. Wow, okay, das ist wirklich nicht schlecht. Guckt euch das mal bitte an. Seht ihr, wie detailreich das ist? Das sieht wirklich aus wie Holz. Okay. Oh, das Video ist mit Anleitung, was wir machen müssen. Okay, wir müssen das abschneiden. Okay, ich schneide. Dann machen wir die blaue Pampe drüber. Sie kriegt ihre Farben auch einfach sehr bunt. Also, wirklich, wirklich sehr bunt. Ich sag, bei mir sieht das nie im Leben so aus. Für mich ist Kuchen entweder Schokolade oder hell. Also diese normale Kuchenfarbe, halt nicht weiß, sondern gelb. Gelb? Ist es gelb? Aber es wird nie so. Es wird nie so eismäßig. Holy moly. Okay. Sie macht das jetzt mit drei Kuchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt... Oh, sie macht die Kuchen auf das Holzbrett. Was kein Holzbrett ist. Woraus war das Holzbrett? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgend so eine Zuckerpampe. Oh, sie macht die Kuchen falsch rum auf das Holzbrett. Oh! Also sie stapelt es falsch rum. Warum? Okay, nicht schlimm. Nächstes Video. Hier wird gespachtelt. Es sieht nicht aus wie Kuchen. Das, beim besten Willen, das sieht nicht mehr aus wie Kuchen. Das sieht aus... Moment, lass mich... Das sieht nämlich... Wisst ihr, wie das aussieht? Wie einer von diesen Küchenschwämmen. Guckt euch das mal bitte an. Ist das nicht das gleiche poröse Material? Nie im Leben ist das Kuchen. Das wird... Ich hab dich durchschaut, Kuchenlady. Deswegen hält es nämlich auch viel besser. Wenn ich jetzt anfangen würde, Schwämme zu zerschneiden, ja? Und ich würde da versuchen, Formen rauszukriegen, dann wäre es auch deutlich einfacher als mit richtigem Kuchen. Alles klar. Ich bin Detektiv. Okay, sie spachtelt. Geben wir die Chance, oder ihm, ich weiß nicht, die Chance, dass das hier richtiger Kuchen ist. Wieso sprüht sie ihn nass? Oh, sie macht, okay, damit das clean wird. Okay, ich sagte, es wird eine Handtasche. Von der Form her ist es eine Handtasche. Jetzt macht sie... Wo kriegt... Ich bin so verwirrt. Okay, es sieht so ordentlich aus. Ich meine, ich finde, das sieht... Oh, das ist irgendwie sehr beruhigend. Ich gucke mir das voll gerne an, wenn sie mit ihrem Spachtel über ihren Kuchen spachtelt und alles voll schön und glatt wird und alles passt zusammen und alles ist perfekt gespachtelt und jede einzelne Kante, die am Anfang da war, wurde einfach weggespachtelt. Ich finde das sehr faszinierend. Warte, jetzt macht sie... Oh, jetzt macht sie noch kleine Deko. Irgendwie, es sieht aus wie Knete. Es fällt mir jetzt erst auf, aber das Zeug sieht aus wie Knete. Das hatte ich als Kind, als Knetspielzeug. So Ausstechdinger. Wisst ihr, was ich meine? Dass du einfach... Das sieht doch nicht aus wie Essen, das sieht doch aus wie... Deswegen stört mich das so. Das sieht aus wie Knete. Guck dich... Knete. Confirmed. Ich hab sie durchschaut. Schwamm und Knete, alles klar. Mich täuscht ihr nicht. Okay, jetzt macht sie noch kleine Zuckerperlen. Die kenne ich. Zuckerperlen da rein. Das ist ja noch alles. Okay, jetzt macht sie ein Stück Draht. Ja, Draht. Darum und jetzt hat sie einen Griff auf ihrer Knete-Handtasche. Ich hatte das als Kind. Wisst ihr, diese Play-Doh-Sachen, wo man das auch durch so Maschinen durchmachen konnte? Und dann wurde das geformt? Okay, das war's aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, welchen Kuchen ihr am verrücktesten findet und ob euch der Kram auch die ganze Zeit angezeigt wird. Wieso? Ich verstehe es nicht. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.